Es komme nur auf die aufgenommene Kalorienmenge an, ob wir ab- oder zunehmen oder unser Gewicht halten. Dieses Mantra hat uns die Werbung eingehämmert. Aufgenommene Kalorienmenge minus verbrannte Kalorienmenge und übrig bleibt ein Überschuss oder ein Defizit. Sie können essen, was Sie wollen, solange nur die Kalorienbilanz stimmt. Darauf basieren zahlreiche Diäten. Und leider ist diese Idee grundfalsch. Warum das so ist, das zeige ich im heutigen Video. Bleiben Sie also dran. Mein Name ist Dr. Fabian Mutach. Ich bin promovierter Biochemiker und Gründer von Cellventrix. Und wenn Sie Inhalte zu Gesundheitsthemen interessieren, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Kanal. Denn ich bin mir sicher, günstigere Gesundheitstipps bekommen Sie sonst nirgends. In der Physik ist eine Kalorie klar definiert. Und zwar als die Wärmemenge, die nötig ist, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad Celsius zu erwärmen. Unter Laborbedingungen ist eine Kalorie also wirklich immer eine Kalorie, das heißt eine gleichbleibende Energiemenge. Unser Körper ist aber kein Labor, sondern ein lebendes biologisches System, das eben nicht nur der Wärmeerzeugung dient. Das Konzept des Zählens von Kalorien, ohne diese in einem größeren, ich sage mal, ernährungsphysiologischen Kontext zu betrachten, ist unsinnig. Und zwar aus gleich mehreren Gründen. Werfen wir zunächst einen Blick in unseren Darm. Wie gut unsere Nahrung verstoffwechselt wird, hängt unter anderem von unserem Darmmikrobiom ab. Unser Darm ist die Heimat von Milliarden oder gar Billionen von Bakterien, die unverzichtbar für uns sind. Sie unterstützen unsere Verdauung, verwerten dabei Ballaststoffe und produzieren kurzkettige Fettsäuren sowie B-Vitamine und Vitamin K2. Zwei Stämme von Bakterien sind dabei hauptsächlich anzutreffen, die sogenannten Firmicutes auf der einen Seite und die Bacteroidetes auf der anderen Seite. Das Verhältnis dieser beiden Stämme zueinander ist mit dafür verantwortlich, wie es um unser aller Gewicht bestimmt ist. Denn Firmicutes-Bakterien können sehr gut ansonsten unverdauliche Kohlenhydrate spalten und sorgen damit letztendlich dafür, dass selbst die allerletzten Energiereste noch verwertet werden können. Besitzen Sie, unter anderem bedingt durch einen ungesunden Lebensstil, ein ungünstiges Firmicutes zu Bacteroidetes-Verhältnis in Ihrem Darm, dann verwerten Sie Nahrung besonders gut. Der regelmäßige Besuch im Fastfood-Restaurant wirkt sich also auch langfristig auf Ihr Darmmikrobiom aus. Und zwar dahingehend, dass Sie Nahrung besser verwerten. Eine Kalorie ist für unseren Körper also nicht gleich eine Kalorie, sondern hängt auch davon ab, wie gut unser Darm die Nahrung verwerten kann. Umgangssprachlich hatte früher jemand, der Nahrung gut verwertete, starke Knochen. Heute ist aber klar, dass die Bakterien im Darm die entscheidende Rolle spielen. Es macht auch einen entscheidenden Unterschied, ob eine Kalorie aus schnell verdaulichen Kohlenhydraten stammt oder auf der anderen Seite aus gesunden Fetten, wie den Omega-3-Fettsäuren. Denn die kurzkettigen Kohlenhydrate, die Sie eben besonders in hochverarbeiteten Nahrungsmitteln finden, werden sehr schnell verstoffwechselt und bringen Ihren Blutzuckerspiegel dazu, letztendlich Achterbahn zu fahren. Das Ergebnis kennen wir alle, nämlich Heißhunger. Jahrzehntelang wurden Kohlenhydrate als Basis unserer Ernährung empfohlen und in den Himmel gelobt. Heute weiß man jedoch, dass dies ein Irrtum war, der letztendlich auf falschen und gefälschten Studien beruhte. Nehmen Sie stattdessen Kalorien aus gesunden Fetten, wie eben den Omega-3-Fettsäuren zu sich, die Sie fast nur in naturbelassenen Nahrungsmitteln finden. Denn diese werden langsamer verstoffwechselt und machen daher lange satt und verhindern, dass Sie eben ständig Lust haben zu essen. Kalorien aus unterschiedlichen Lebensmitteln wirken also ganz unterschiedlich in Ihrem Körper. Deshalb mein klarer Tipp an Sie.
verabschieden Sie sich von dem Konzept, dass jede Kalorie gleich ist. Wenn Sie zurückfinden zu einer Ernährung, die auf natürlichen Lebensmitteln basiert und gleichzeitig lernen, Ihren Körper und seine genetischen Bedürfnisse zu verstehen, dann müssen Sie keine Kalorien zählen. Es wäre sogar kontraproduktiv. Streichen Sie das Wort Kalorie einfach aus Ihrem Wortschatz. Viele praktische und fundierte Empfehlungen für ein gesundes Leben finden Sie auf unserer Cellventrix-Webseite. Dort geht es insbesondere auch um die gesunden und viel zu oft vernachlässigten Fette. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Und ich würde mich freuen, Sie auch im nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Ihr Dr. Fabian Mutach.